Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Es wäre zu schön gewesen, wenn wir uns die Debatte über die Reform der Grundsteuer hätten sparen können. Mit etwas Mut hätten die Vertreter der Großen Koalition in Berlin die Steilvorlage des Bundesverfassungsgerichtes vom April 2018 nutzen können und das antiquierte Instrumentarium der Grundsteuer dahin verwiesen, wo es hingehört, ins Museum. Sie wissen, dass wir von der AfD bei Weitem nicht die Einzigen sind, die sich endlich ein modernes, ein einfacheres Steuersystem wünschen, ohne aufwendige marginale Bagatellsteuern und ohne Sekssteuer für längst versenkte Kriegsschiffe und ohne eine noch viel antiquiertere Grundsteuer. Aber diese historische Chance wurde von den Altparteien leider vertan. Die hessischen Unternehmerverbände führen in ihrer Stellungnahme sehr treffend aus, ich zitiere, für die Grundsteuer gibt es keine hinreichende politische oder ökonomische Rechtfertigung. Im Unterschied zur Einkommensteuer kann die Grundsteuer nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen berücksichtigen. Im Gegenteil, sie wirkt wie eine Substanzsteuer. Auch über eine äquivalenztheoretische Begründung, wonach mit zunehmender Größe von Grundstücken und Gebäuden angeblich eine höhere Inanspruchnahme kommunaler Dienstleistungen einhergehe, ist fern jeglicher Realität. Lediglich das fiskale Motiv der Einnahmeerzielung und die jahrzehntelange Existenz der Grundsteuer können erklären, aber eben nicht rechtfertigen, warum die Politik sich einer Abschaffung der Grundsteuer leider versperrt. So die hessischen Unternehmerverbände. Aber dem, meine Damen und Herren, ist wirklich absolut nichts mehr hinzuzufügen. Nun können wir leider nur noch das Beste aus dem Scherbenhaufen machen, der uns von der Bundesregierung vor die Füße gekehrt wurde. Es liegt nun an diesem Parlament, ein möglichst einfaches, unbürokratisches und gerechtes Grundsteuermodell zu etablieren, das keine neuen Umverteilungsinstrumente benötigt, keine Bremse für zusätzlichen Wohnungsbau darstellt und, für die AfD besonders wichtig, die zunehmende Belastung von Mietern und Eigenheimbesitzern in Grenzen hält. Angesichts der verfahrenen Situation ist bei dem jetzt endlich vorgelegten Gesetzentwurf der Landesregierung zumindest zu begrüßen, dass man auf das äußerst bürokratische Grundsteuermodell des Bundes verzichten will. Das ist immerhin ein positiver Ansatz, den man aber noch deutlich hätte verbessern können. So scheut die Landesregierung leider davor zurück, nicht wie unsere bayerischen Nachbarn gänzlich auf ein Flächenmodell zu setzen und auf die Einbeziehung des Bodenrichtfaktors zu verzichten. Der Vorschlag der Landesregierung ist im Vergleich zum reinen Flächenmodell mit erheblichem und dauerhaftem personellen Mehraufwand verbunden. So sieht die Landesregierung dafür 200 zusätzliche Haushaltsstellen in der Steuerverwaltung sowie zusätzliche Stellen in der Oberfinanzdirektion Frankfurt und der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung vor. Diese Mitarbeiter und Steuermittel sollten besser für andere kommunale Zwecke eingesetzt werden. Bedauerlich ist es auch, dass es der Landesregierung nicht gelungen ist, gemeinsam mit anderen Bundesländern ein Alternativmodell zum Bundesvorschlag durchzusetzen. Auch dadurch hätte der Aufwand beispielsweise bei IT-Lösungen reduziert werden können. Besonders wichtig für die AfD aber ist es, dass die Belastung der Bürger durch die Reform nicht weiter anwächst. Wir haben von Anfang an darauf gedrängt, dass die Reform nicht zu einer versteckten Steuererhöhung führen darf. Es ist zwar unvermeidlich, dass es durch die Neubewertung des Grundvermögens zu Verschiebungen kommen wird. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Aber unter dem Strich darf es nicht zu einer Erhöhung der Steuerbelastung kommen. Zwar ist die Aufforderung der Landesregierung, wie wir eben vom Staatsminister gehört haben, an die Städte und Gemeinden im Zuge der Umstellung einkommensneutrale Hebesätze zu beschließen, gut gemeint, aber leider ein zahnloser Tiger.
Angesichts der Entwicklung der Hebesätze in den letzten 10 Jahren steht zu befürchten, dass es im Rahmen der Neuregelung zu weiteren Spitzenbelastungen in unserem Bundesland kommen wird. Lagen die durchschnittlichen Hebesätze der Grundsteuer B in Hessen im Jahre 2011 bei 279 Prozentpunkten noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 418 Prozentpunkten, haben wir inzwischen mit 475 Prozentpunkten das Bundesniveau bei den Spitzensteuersätzen schon erreicht. Noch drastischer ist die Entwicklung aber bei den Spitzensteuersätzen, die sich im Zeitraum mehr als verdoppelt haben. Doch gerade diese Spitzensteuersätze empfinden die betroffenen Bürger verständlicherweise zutiefst als ungerecht. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass es im Odenwald einmal einen vierstelligen Hebesatz geben könnte. Aber die Mütter und Väter des Grundsteuergesetzes hatten die Befürchtung ausufernder Hebesätze wohl im Hinterkopf, als sie in § 26 des Gesetzes die Möglichkeit von Höchsthebesätzen verankerten. Sie haben festgeschrieben, dass diese Höchsthebesätze einer landesrechtlichen Regelung vorbehalten bleiben. Als die Umsetzung dieser Möglichkeit in Hessen vor 4,5 Jahren schon einmal in diesem Plenum behandelt wurde, Herr Dr. Hahn, Sie werden sich erinnern, lag der durchschnittliche Hebesatz in Hessen mit rund 400 Punkten noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Damals wurde argumentiert, dass sich die Bürgerinnen und Bürger vor Ort überzogenen Erhöhungen der Grundsteuer nicht gefallen lassen würden. Doch wie sich zeigte, änderten auch massive Proteste der Bevölkerung nichts daran. Die Hebesätze wurden teilweise massiv angehoben. Mit der anstehenden Reform der Grundsteuer steht zu befürchten, dass sich die eklatanten Unterschiede bei den Grundsteuerhebesätzen noch verschärfen werden. Wenn uns der Landesgesetzgeber schon die Möglichkeit gegeben hat, dass wir zumindest die krassesten Ausreißer unterbinden können, dann sollten wir dies auch tun. Ich will einem Laudertaler mit 1050 Prozentpunkten Hebesatz nicht erklären müssen, warum er doppelt so viel an Grundsteuer B zahlen muss wie der durchschnittliche Bundesbürger. Aus diesem Grunde fordern wir, die Hebesätze bei 50 Prozent über dem Bundesdurchschnitt zu deckeln. Somit haben Sie mit der Annahme unseres Antrags die Möglichkeit, die Hebesätze auf zurzeit ca. 720 Punkte zu begrenzen. Da bleibt für die Kommunen durchaus noch viel Luft, meine Damen und Herren, um auf Ausnahmesituationen zu reagieren. Aber auch kann nach § 26 Grundsteuergesetz in der landesrechtlichen Regelung die Möglichkeit von Notfällen und Ausnahmeregelungen in gut begründeten Fällen vorgesehen werden. Ich bitte Sie um die Unterstützung für unseren Antrag, weil dieser zumindest die gröbsten Ungerechtigkeiten bei den Spitzensteuerhebesätzen beseitigt und zur Beruhigung der anstehenden Reform beitragen würde. Für die Zukunft aber plädieren wir dennoch weiterhin für die gänzliche Abschaffung der Grundsteuer. Aus diesem Grunde werden wir dem Gesetzentwurf der Landesregierung nicht zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.